Mir ist aufgefallen, diese Frage, ob man was zu essen kriegt zum Beispiel, spielt in diesem Tagebuch eine merkwürdig deutliche Rolle. Es war eine Zeit, kurz vorher habe ich studiert. Ich wohnte als Student, weil es in Hamburg kein Zimmer gab, in Bagdaheide. Und schon um 7.15 Uhr, wenn ich in Bagdaheide den fantastischen Zug bestieg, fragte ich mich, was wirst du in Hamburg essen können? Das Frühstück ist eine herrliche Mahlzeit hier, im Gegensatz etwa zu Italien. Eiswasser, eisgekühlter Fruchtsaft, Kaffee, gebratene Wurst und Eier. Wonderful. Hatten Sie nicht Angst? Es war ja die Kuba-Krise und Sie haben es ja hautnah erlebt. Auch die Angst der Amerikaner. Sie selbst aber schienen angstfrei zu sein. Oder täusche ich mich da? Als ich runterkam in dieses Hotel, in dem ich dort lebte, sagte mir der Mann an der Rezeption, Mr. Lenz, ist ein wenig günstiger Augenblick für Sie, wenn Sie dieses Land kennen. The United States of America are prepared to go to war. Ich sage, das ist wieder ein Erlebnis. Rede von Präsident Kennedy. Sehr ernst, sehr besorgt. Die USA haben sich angesichts der kommunistischen Gefahr, die von Kuba droht, entschlossen, eine Blockade zu verhängen. Alle weiteren wichtigen Schritte sind eingeleitet. Hoffentlich bleibt der Friede in der Welt erhalten. Ich nehme mir vor, eine Weile hinter einem Amerikaner herzugehen. Nur herzugehen. Eine Frau sagt, the president is always mostly right and a little bit wrong. Beeindruckt waren Sie auch über die Liebenswürdigkeit der Leute, das erzählen Sie immer wieder. Man hat sich sehr um Sie gekümmert und oft offenbar auch ein bisschen zu viel gekümmert. Es gibt Abende, wo Sie schreiben, dass Sie völlig erschöpft, geradezu ausgelaugt ins Bett sind. Das ist unausbleiblich. Ich finde auch, Liebenswürdigkeit kann Spielarten der Ermüdigung hervorbringen. Das wissen Sie auch. Ja. Lieber Ulrich, das wissen Sie. Es war bereits 22:30, als mich Mrs. Cardwell mit Mrs. Olsen bekannt machte, die 35 Meilen vor Laramie eine Ranch betreibt. Ihr Mann hatte mich für eine Nacht und einen Tag eingeladen. Nachtfahrt hinaus. Begrüßung des Mannes, Harry Olsen, der bereits im Bett lag. Verlegen, lachte und freimütig furzte, als ich ihn begrüßte. Ich wusste nicht, wo ich war. Nur die Rufe des Viehs drangen von weit her zu mir. Neben dem Aufgang zu meinem Zimmer ein Gewehrständer mit verschiedenen Büchsen, alle geladen. Ich verabschiedete mich, fiel in halbe Bewusstlosigkeit, sobald ich mein Bett erreicht hatte. Lassen Sie mich vielleicht noch eine letzte Frage stellen. Ich hatte das Glück, Sie mal vor einigen Jahren besuchen zu dürfen, damals als die Schweigeminute erschien. Und da war ich in Ihrem wirklich schönen Haus in Dänemark. Meine Frage geht dahin, gibt es da noch Kartons? Ob es da Kartons gibt, in denen unveröffentlichte Lenz-Manuskripte liegen? Müssen Sie meine Frau fragen. Falls Sie der Meinung sein sollte, dass einige meiner Arbeiten vor der Öffentlichkeit gehütet werden sollen, dann wird sie recht daran getan haben, sie zu verstecken.